Guten Abend, liebe Motorsportfreunde, und willkommen zurück zum Formel 1 Game von Formel 1 2021. Und weil ja am 29. Juli bis zum 1. August der Grand Prix von Ungarn stattfindet, in der richtigen Formel 1, habe ich mir überlegt, wie schon in Großbritannien, dass wir hier ein Grand Prix fahren werden in Ungarn. Und der Frederik Gaming hat geschrieben unter dem letzten Video, unter dem Großbritannien-Video, was ich dort dann auch schon gemacht habe, weil ja das letzte Rennen in Silverstone stattgefunden hat. Das Rennen findet jetzt hier in Ungarn statt. Und da hat er sich gewünscht für Ungarn, dass ich im Mercedes Valtteri Bottas fahre. Und währenddessen ich hier alles einstelle, könnt ihr ja auch gerne schon für Belgien, für das nächste Formel 1 Rennen, euer Fahrer mit eurem Boliden in die Kommentare schreiben. Genauso wie es der Frederik Gaming gemacht hat. Und wie gesagt, wie schon beim letzten Mal, der Kommentar mit den meisten Likes wird dann drangenommen. Und ja, wir gucken jetzt gleich mal, wie das Wetter denn so wird. Das letzte Mal war es ja sonnig, beziehungsweise bewölkt und sonnig. Mal schauen, wie es denn jetzt so ist hier in Ungarn. Aber erstmal, bevor ich loslege, könnt ihr gerne bei meinem Partner Instant Gaming vorbeigucken für günstig Games und Guthaben. Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung und da könnt ihr euch zum Beispiel eine Guthabenkarte holen, wenn ihr das Game für die PlayStation haben wollt, oder ihr holt euch einen Key für PC oder Xbox direkt. Dann mal ab ins Quali. So. Oh, und da sehen wir schon, alles dreis, beziehungsweise alles viers ist sonnig. Gut, dann brauchen wir uns keine Sorgen zu machen. Und dann schauen wir mal, was wir denn hier auf einer 105 KI reißen können. Denn wir sitzen ja bekanntlich im stärksten Auto. Und somit befinden wir uns hier in Q1. Und ich beende meine allererste Runde mit einer 1.15.5. Bin somit auf Platz 4. Raus sind Schumacher, Giovinazzi, Russell, Mazepin, Latifi. Dann beende ich hier meine allererste Runde in Q2 mit einer 1.16.0 und befinde mich da gerade auf den 4. Platz. Und auf die schnellste Runde hier in Q2 nehme ich euch mit, was auch die schnellste Runde hier im kompletten Qualifying von mir war. Hier befinden wir uns gerade auf Start und Ziel in der ersten DRS-Zone. Jetzt wird hier in die erste Kurve eingebogen, danach gibt es wieder eine DRS-Zone. Jetzt links hier den Berg hinunter, wo man hier schön in die Kurve reinbremsen kann. Jetzt rechts rum und gleich fahren wir auf eine sehr, sehr schnelle Kurve zu. Nämlich die hier, da kann man schnell die Runde ungültig machen oder sich eine Verwarnung holen. Hier auf den Curb darf man nicht kommen, rechts. Dann in eine Schikane rein. Jetzt ist das Qualifying vorbei. Dann folgen hier sehr, sehr schnelle Kurvenkombinationen hintereinander. Jetzt hier rechts rum, wo man hier weit nach draußen kommt. Da bekommt man keine Verwarnung, keine Strafe, wenn man das so fährt. Ich glaube, es ist auch nicht schneller. Jetzt hier in die letzten beiden Kurven rein und dann schauen wir mal, wo denn hier die Zeit stehen bleibt, was wir denn hier so in den Asphalt gebrannt haben, nämlich eine 1.14.8 und somit sind wir auf den 2. Platz. Raus sind Sainz, Ocon, Gasly, Tsunoda und Raikön und hier in Q3 beende ich meine Runde mit einer 1.14.9 und bin somit auf den 4. Platz. Hier sehen wir auch nochmal die Top 10 und wir gehen jetzt nochmal gemeinsam die Startaufstellung durch.
Startaufstellung der Fahrer für das aufregende Rennen von heute durch. Der junge Superstar Max Verstappen startet von der Pole. Und daneben steht Lewis Hamilton. Die restliche Startaufstellung sieht aus wie folgt. Perez, Bottas, Daniel Ricciardo und Norris, Leclerc, Vettel, Stroll und Fernando Alonso. Sainz, Ocon, Pierre Gasly und Tsunoda, Raikkonen, Mick Schumacher, Antonio Giovinazzi und George Russell, Mazepin und Nicolas Latifi. Und jetzt, wo die Vorbereitungen fast abgeschlossen sind, wird es Zeit, zur Strecke zu schalten. So, hier sehen wir die Strategie. Einmal Soft, zweimal Medium. Und dann geht es auch schon hier los in Ungarn mit dem Rennen. Die fünf roten Lichter gehen an und wieder aus. Und somit ist das Rennen hier freigegeben. Ich habe da einen guten Start erwischt. Kann da vielleicht schon an Perez vorbeiziehen. Und jetzt sehe ich hier die Lücke. Bremse ein bisschen später. Berührung mit Verstappen. Aber ich bin auf den ersten Platz und habe den Start gewonnen sozusagen. Aber jetzt hier in Runde 1 mache ich den Fehler, komme da zu weit raus, wie schon im Qualifying, aber kann hier den Verstappen nochmal abwehren. Runde 6, da ist der Vettel ausgeschieden. Motorschaden, sehen wir hier nochmal in der Wiederholung. Runde 9, hier fliege ich in der schnellen Kurve ab, hau mir den Flügel an und muss natürlich jetzt hier Verstappen und Hamilton vorbeilassen und das Safety Car rausgekommen, wegen den Trümmerteilen. Deswegen fahre ich jetzt hier an die Box, der Verstappen auch. Und nicht nur wir beide fahren an die Box, sondern auch sehr, sehr viele andere Piloten. Jetzt bekomme ich hier erstmal einen frischen Flügel, einen heilen Flügel, frische Mediumreifen. Und wir müssen warten, weil wir da blockiert werden von den Red Bull Jungs. Aber kommen trotzdem auf Platz 9 noch auf die Strecke wieder zurück. Runde 12, hier überhole ich den Leclerc. Zumindest versuche ich es jetzt hier. Aber kriege es nicht hin. Vielleicht jetzt hier in der DRS-Zone mit ERS kurz eingesetzt. Und jetzt hier in die erste Kurve reinbremsen. Wir haben die Innenbahn. Und es hat geklappt. Und wir überholen jetzt hier den Verstappen, der übrigens Probleme hatte mit seinem Fahrzeug. Irgendwie war er langsamer als sonst und sind somit schon siebter. Hier überholen wir den Tsunoda. Zumindest versuchen wir es. Und wir haben es hinbekommen. Und als nächstes der Latifi, der von den ganzen hier profitiert hat, was hier alles passiert ist in den ersten 14 Runden. Aber jetzt müssen wir ihn erstmal überholen. Und das wird nicht leicht, aber jetzt kriegen wir es hin. Und sind schon wieder auf den fünften Platz. Hamilton, Giovinazzi an der Box, somit sind wir jetzt schon Dritter. Der nächste ist Raikkonen. Hier an der gleichen Stelle, wo wir Verstappen überholt haben, versuchen wir es an Raikkonen vorbeizuschaffen und haben es auch geschafft. Runde 19. Jetzt geht's Ricciardo an den Kragen. Mal schauen, jetzt in die erste Kurve hier rein. Ah, da kommt er noch besser raus. Aber jetzt in der zweiten DRS-Zone quetschen wir uns da auf der Ideallinie an ihn außenrum vorbei und sind erster wieder. Runde 33, schon wieder der gleiche Fehler. Flügelschaden und Heckflügelschaden. Ist zwar nur ein leichter Heckflügelschaden, aber es hat mich schon ein bisschen beeinträchtigt. Deswegen müssen wir jetzt auch hier wieder an die Box fahren. Das Safety Car ist zum Glück auch wieder draußen. Und wir holen uns diesmal harte Reifen, obwohl wir, denke ich mal, mit dem Medium-Reifen auch durchgefahren wären. Aber keine Ahnung, ob wir das geschafft hätten, aber rein theoretisch schon. Dann haben wir gesehen, dass da mein Teamkollege ausgeschieden ist gerade mit einem Motorschaden. Und jetzt versuchen wir hier an Ricciardo vorbeizukommen in Runde 45 mit DRS. Da kam er wieder besser raus aus der ersten Kurve, aber jetzt hier in der zweiten DRS-Zone
überholen wir ihn diesmal innen. Und das hat auch wunderbar geklappt. Und jetzt biegen wir hier in die letzte Kurve ein. In der letzten Runde sind auf Start und Ziel und gewinnen den großen Preis von Ungarn. Und somit sehen wir hier nochmal die Ergebnisse. Wenn euch dieses Highlight-Video mal wieder gefallen hat, wie das letzte, dann gebt den doch hier einen Daumen nach oben und schreibt einen Kommentar. Das würde mich sehr, sehr freuen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ciao, ciao.